Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Space Engineers. Letztes Mal angefangen hier mit dieser Plattform, um ja diese Bergbaustation, wie ich das ja nenne, hier zu vollenden. Bis die fertig ist, wird das Ganze wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. So, den ersten Raum haben wir fertig. Ich würde aber ganz gerne eine zweite Etage einbauen. Das heißt, ich baue jetzt erstmal, glaube ich, in die Höhe. So 99 Blöcke. Dasselbe Spielchen wiederholen wir hier auch nochmal. Jetzt läuft das gerade so schön, ohne Probleme. Das ist ja der Oberhammer. So, und schon haben wir die Erhöhung fertig. Und jetzt würde ich noch schlussendlich, glaube, drei Blöcke nach außen gehen. Drei Blöcke. Hier gehen wir auch wieder drei Blöcke nach außen. Ja, das sieht aus wie so ein Funkturm, könnte man fast meinen. Vielleicht hatte ich auch so ein bisschen die Idee gehabt, dann einen Funkturm hinzubauen. Und ja, bis jetzt sieht es ja noch akzeptabel aus. Jetzt muss ich nur überlegen, jetzt sind wir wieder hier oben. Da hat man eins, zwei Blöcke nach oben. Aber ich glaube, diesmal belasse ich es bei einem Block. So. Die Frage ist, wo kommt der Eingang rein? Der Eingang, der, wo wir die Station betreten können. Wo befindet sich der Eingang? Man könnte doch eine Verbindung zwischen Schiff und ja, irgendwie sowas ähnliches. Also, momentan weiß ich es noch nicht. Ja, den Eingang, da kümmern wir uns später drum. Ich gucke erstmal, dass ich das hier oben hinkriege. Ich weiß gar nicht, ob ich dann Leiter nehme oder Treppen. Wir bauen erstmal Fenster ein. Mit Fenstern sieht das schon wieder alles viel freundlicher aus. Finde ich zumindest. Ich glaube, ich werde gleich, wenn ich die Fenster jetzt hier an allen Ecken befestigt habe, oben nochmal gerade Fenster dran setzen. Und dann nochmal in die Schräge gehen. So ungefähr habe ich das im Kopf. Und dann kommt eigentlich schon dann das Dach. Genau, dann kommt das Dach. Da batsche ich dann eine Antenne drauf. Und vielleicht noch so ein Gangway hier lang zu einer weiteren Station, sage ich jetzt mal. Das würde vielleicht sogar gehen. So, ja gut, die Ecken müsste ich ja auch noch reinmachen, aber erstmal will ich die Fenster dran batschen. Nee, nicht so herum, nicht. Muss ich irgendwie anders rumkriegen. Geht das überhaupt? Nee, ich kann die ja gar nicht mal. Warum kriege ich denn die da jetzt nicht dran? Ging doch sonst auch immer.
Geht das nicht? Warum geht denn das nicht? Ach, schade. Oder muss ich... Nee. Das ist aber ein bisschen... Ich probiere mal was anderes aus. So. Wenn ich die jetzt hier dran setze, müsste es doch funktionieren. Jo, das... So geht das. Wenn ich den jetzt den Block jetzt abmache, ich glaube, dann fliegt das Ding wieder grundlos im All rum. Ne. Hat funktioniert. Wahnsinn. Der helle Wahnsinn. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass das so gut funktioniert. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Welche Baukunst ich hier anwende. Achso, ich glaube, das geht da so nicht dran. Hier muss ich, glaube ich, gleich den Block oder... Nee, das geht, glaube ich, nicht. Den kriege ich da nicht rein. Nee, weil das ist dieser Blockform. Aber das ist auch gar nicht so schlimm, weil... ich dann hier so einen Block dran setzen kann. Dann haben wir wenigstens so ein paar Ecken drin. Dann kann man eigentlich auch das Fenster auch rauslöschen. Und später kann ich dann, oder jetzt, die Schräge reinsetzen. Dann sieht es auch ein bisschen stabiler aus. Wenn umherum nur die Fenster sind, das sieht so, ja, unstabil aus. Also es macht schon mehr Sinn, wenn das Ganze so hier befestigt ist. So. Und wieder unsere Schrägen. Mal gucken, wann das nächste Update rauskommen wird. Bin ich schon gespannt. Bis jetzt hat ja jedes Update immer eine richtig geile Funktion rausgebracht. Apropos Funktion. Theoretisch kann man doch auch Stationen kopieren, oder liege ich da falsch? Na, okay. Funktioniert. Wunderbar. Dann könnte ich theoretisch das kopieren, hier nochmal dran setzen und dann miteinander verbinden. Oh, genial. Genius. Damit lassen sich dann echt geniale Sachen mitmachen. So, und das Ganze nimmt ja schon mal seine Form an. So, jetzt setze ich die Blöcke dran. Na, der muss weg. Den ziehen wir zu. Können wir eigentlich alles zumachen. Und fertig haben wir das Ganze. So, wunderbar. Jetzt kann ich hier oben ja auch nochmal was dran setzen. Nochmal, ja. Vielleicht noch eine Etage, die halt nochmal ein bisschen kleiner wird. Oh, da hinten fehlen welche. Da hinten fehlen welche. Die muss ich natürlich schnell ausfüllen. Hier baue ich mal schnell ein Loch rein. Ich will nochmal schnell reinhüpfen. Wupp. Wuppa, Gangnam Style. Achso, jetzt gibt es ja hier noch eine Etage. Richtig. Also, wir haben jetzt einmal hier. Dann da oben die Etage. So, ich baue jetzt mal hier mal die Etagen rein. Das heißt, ich mache mal drei Blöcke hoch.
So. Das heißt, hier haben wir wieder einen weiteren Raum. So, wir fliegen mal wieder eins höher. Per Zufall sogar das passende Loch gefunden. Das passende Loch gefunden. Sollte man vielleicht nicht so sagen, könnte man auf falsche Gedanken kommen. Das passende Loch gefunden. Ups, und ich bin ins passende Loch reingefallen. Aber man kann schön gerade hochfliegen, zack, zack. Und man ist da. So, und guck mal, der nächste Raum hat sogar wieder drei Blöcke, also das passt 1A. Also echt genial hingekriegt, aber auch nur wieder durch Zufall. Jeder Raum, jeder Floor, einmal Techno-Floor, dann deutsche Schlager-Floor, hat immer drei Blöcke Wand nach oben. Das passt. So, jetzt sind wir hier oben und dann gehen wir eigentlich noch eins höher, ne? Weil da oben haben wir ja noch mehr. Whoop. Ich baue mal schnell jetzt hier an der Seite das Ganze um. Damit das hier wieder passend aussieht. Wie hätte ich denn das jetzt hier auf der einen Seite gehabt? Ich hatte doch... Nee, was hatte ich denn? Warte mal. Warum habe ich ihn hier gerade und... Scheiße. Kacke. Na. Ärgerlich. Weiß nicht, das war anscheinend ein Denkfehler gewesen, den ich hier fabriziert habe. Mich wundert schon, ich überlege, warum passt denn das nicht mehr so? Ach, mein Fehler. Sorry Leute, das war so nicht geplant gewesen. Die Planung sah eigentlich viel anders da aus. Jetzt müsste das auch gleich wieder passen. Wenn ich nämlich hier den Block reinsetze. Ja, jetzt passt das auch wieder. Vom Übergang her. Warum passt denn das jetzt? Jetzt habe ich die Schräge das hier hinten wahrscheinlich auch gemacht. Total bekifft. Naja, das ist, wenn man in der Woche nur Stress hat. Wenn man alles gleichzeitig machen muss. Arbeiten, Schule, zocken. Eieiei. Da ist man dann doch irgendwann überfordert mit dem Ganzen. So. Da passt der Übergang. Ach nee, mal die Nummer 4. Ach noch, doch, die 4 sitzt da dran. Hier kommt auch noch eine 4 dran. Bei mir ist es die 4. Bei jemand anderes ist es die 3. Immer verschieden. So, jetzt passt es auch wieder. Ja, so muss das aussehen, so muss das sein. Mir fällt gerade ein, unten, wenn man den Jetpack anmacht beim Fallen, da braucht er echt lange, bis der sich hier unter Kontrolle hat. Ich habe mir überlegt, vielleicht den Eingang auch irgendwie hier unten dran zu setzen. Das heißt hier mit so einer Treppe. Leiter. Probieren wir mal aus. So. Kriege ich da noch einen dran? Mal gucken. Ne, das ist Bacon. Ne, das muss so passen. Muss ich hier hüpfen, oder was? Hüpfen. Muss ich ein Jetpack benutzen, um hier reinzukommen, oder was? Ja, muss ich echt. Tatsache. Ist aber blöd. Wenn man dann, wenn ich den rauslösche, eigentlich reicht ja auch diese eine Ecke. T. Klettern. So, jetzt hat das. Ja, eigentlich reicht auch diese eine Ecke aus.
Dann habe ich hier so meinen Noteingang, Notausgang. Dann den sieht auch nicht jeder auf Anhieb, dass hier unten einer ist. Ist vielleicht auch besser so. Ja, so kann man das eigentlich lassen. Ja, dann fliege ich mal wieder hoch. Eck mit dem Kopf an. Jetpack aus und wir haben keine Schwerkraft. Das ist jetzt natürlich ärgerlich. Da muss ich mal kurz einen Gravity-Generator da oben dran setzen. So. Mal die Reichweite ein bisschen erhöhen hier mit dem Teil. So, ich fange aber erstmal trotzdem an mit der Außenstruktur, bevor ich innen anfange mit den ganzen Räumen. Ich habe da schon so eine Idee, so ein Labyrinth da drin aufzubauen. wenn man im nächsten Floor ist, ist man sozusagen im nächsten Level. Das wäre natürlich auch geil irgendwie. Und wer es rausschafft, bekommt dann auf meinem Multiplayer-Server, wenn es den mal irgendwann gibt, was wahrscheinlich noch Jahre dauern wird, weil es halt ein Linux-Server ist. Ja, wenn der dann mal rauskommt, dann kann man da Preise verteilen. An den Leuten, die es geschafft haben, da durchzukommen. Irgendwelche Rohstoffe oder ein Schiff. Eine Kopie von meinem Schiff. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Ein paar Rohstoffe. Female Exotic Dancers. Jemand, der Eve zockt, der weiß, was ich meine. So. Nee, Quarksahne. Löschen. Alles löschen. Nee, das nicht löschen. Aber das löschen. Und ich brauche nämlich erstmal die geraden Fenster. Hätte ich, glaube ich, unten auch machen sollen. Eigentlich. Aber jetzt ist zu spät. Das Fundament steht schon. Da lässt sich nichts mehr ändern. Warum will er denn immer den unteren mitlöschen? Uncool. Uncool. So. Und jetzt setze ich gleich, wie gehabt, oben die schrägen Fenster drauf. Und das wird dann auch die letzte Station sein, also die letzte Ebene. Ich will da nicht, noch höher gehen. Das wollte ich dann machen mit einer Weltraumstation. Da wollte ich dann wirklich hier so ein Ding bauen. So richtig episch. Was natürlich am Ende wieder, also am Anfang klingt es episch und am Ende sieht es unepisch aus. Ist ja öfters der Fall so. Aber so langsam nimmt das Ganze ja Formen an. So, ich sehe auch schon, die Zeit ist wieder rum. Aber man hat ja auch das ein oder andere geschafft. Ich ziehe jetzt hier nochmal, bevor ich die Aufnahme beende, hier oben nochmal entlang. Ach komm, ganz schnell auf der anderen Seite auch noch. Haben wir das. Was wir haben, müssen wir nicht mehr machen. So. Tack, da muss ich ja auch noch putzen. Eieieiei. So, das war's erstmal für
diese Folge. Das Ganze nimmt schon mal Formen an. Sieht ziemlich terranisch aus. Daher, weil es so eckig ist. Aber finde ich immer noch am besten. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns in 8 Monaten wieder. Nein, Scherz. Bis zur nächsten Folge.